Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Rise of the Tomb Raider. Oh yeah, im Basislager sind wir angekommen. Wir haben ein Lager aufgeschlagen. Alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für Ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschritten beim Spielen und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits im Basislager, indem Sie Waffenmenü mit L1 und R1 zur Kleidungskategorie wechseln. Oh yeah, wir haben auch jetzt einen Bogen, die sich geschnitzt hat. Denn Trinity will uns unser Artefakt nehmen, das wir suchen. Ein Bogen, provisorischer Langbogen, ein schmuckloser aus Ästen hergestellter Bogen, einfach, aber zuverlässig. Upgrade verfügbar. Ist gerüstet. Okay, was kann ich denn hier schaden? Kann ich upgraden? Verstärkte Wurfarme. Okay, Geschwindigkeit, das kann ich alles upgraden, okay. Hier kann ich nichts machen. Boah, Ressourcenliste. Ah, muss ich Ressourcen nehmen? Das ist ein richtig Survival mit Looten und Entwickeln und Übel. Oh, was gibt's hier? Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen derselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Das ist aber jetzt Kleidung, das ist kein Waffenmenü. Was gibt's denn hier Schönes? Sperrbar, helles Felloberteil mit einem grauen Schal, ideal für Jagd im Schnee. Outfit-Bonus, Tiere, die kein Raubtier sind, erschrecken sich weniger leicht, was sie zu einer leichteren Beute macht. Alpha-Raubtier, schwere Bärenfellenjacke, verziert mit dem Klauen besiegter Feinde. Outfit-Bonus, Jägerschaden durch Raubtier wird gesenkt. Nachtschatten, Tarnkleidung aus verschiedenen exotischen Fellen, ein einfacher Schal sorgt für Wärme. Outfit-Bonus gewährt die Chance, eine exotische Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Unsterblicher Wächter. Antike dunkle Metallrüstung mit einer Bärenfellkapuze. Tracht der Elite-Wächter von Kitesh. Outfit-Bonus reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Okay. Bastion der Hoffnung. Zusammenstellung aus gewebten Kettenhemd, dicken blauen Shirt und exotischen Pelzkutte. Outfit-Bonus. Das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Das haben wir ja. Expeditionsjacke. Lederjacke, graues Sweatshirt mit Kapuze unter den jugendlichen Lederjacke, lässige Kleidung für ein einfaches Leben. Sibirischer Waldhüter, grünes langärmeliges Shirt und eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung sowohl für Erkundungszüge als auch Kämpfe. Outfit-Bonus erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Schattenläufer. Komplette schwarze Kleidung mit Taktikweste und passender Kappe. Outfit-Bonus, das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Antike Vorhut. Gewebe, wofür haben wir hier noch so. Boah, da gibt's ja zig Sachen. Die Frage: Was soll ich hier am besten anziehen? Ist da irgendein Vorteil, wenn ich da was anderes anziehe? Wir können die Sache noch anschauen. Oh. Okay. Ja, es gibt ja Vorteile, Nachteile, aber 16 Outfits, da muss ich jetzt halt jedes Mal hin und her switchen. Ja, ich meine, alles wird gut, aber. Vor allem, wenn es dann immer so lange dauert. Oh. Mit Blut. Hm. Bleiben wir erst normal oder ziehen wir uns jetzt speziell um? Gute Frage. Oh, Metallrüstung. Ja, Metallrüstung will ich jetzt nicht unbedingt. Nein. So, an Tag Antarktis Outfit. Die Tribut an Laras Kopfreise in an der Antarktis Tomb Raider 3. Dies feldgeführte Jacke wird Lara helfen, die brutale sibirische Wildnis zu überleben. Die hat da am wenigsten an. Ah ja, ist kalt, aber hat nur eine kleine Jacke an, ja, mehr nicht. Bei anderen so ein dickes Fell, aber nur eine kleine Jacke, das passt schon. Erhöht Nahkampfschaden. Okay. Manuelle Heilung gewählt, die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Blaue lange mit Thermoshirt, ein lockeres Gewebe hält warm und gleichzeitig. Genau, nur ein Shirt in der Kälte. Wieso nicht? Ich glaube, moderne Wintermann mit Wärmeschutz ganz in weiß. Helle Farben helfen, im Schnee nicht aufzufallen. Kommt ganz gut, aber manuelle Heilung ist ganz praktisch. Tarnkleidung auf exotische Fällen. Ich glaube, ich werde das hier annehmen. So, Waffen kann ich eh jetzt nichts machen. Deswegen können wir jetzt raus. Waffen, Inventar. Fähigkeiten. Fähigkeitspunkte verfügbar. Wir können uns Fähigkeiten geben. Kämpfer, Jäger oder Überlebender. Was haben wir bei Kämpfer?
Dickhäutig, sie erleiden weniger Schaden durch feindliche Beschuss von Nahkampfangriffen. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz aus Steinfähigkeiten. Eisenhower, sie erleiden ewig weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ausweichkonter setzen sie beim Ausweichfallen ohne Rüstung durch zeitlich abgedrücken von Dreieck aus der Gefecht. Okay, beim Jäger ist wahrscheinlich, wenn ich Tiere jag. Oder? Erlangen die Chance beim Plündern von durch Bögen erledigen feine Pfeile zu bergen. Sie frage, Tiersche Instinkt, Plünder erhöht die Munitionsmenge. Was ist bei Überlebender? Schnelle Herstellung von Wurfobjekten. Ja, bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Pfanne, die durch hergestellte Objekte erledigt oder aus Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Brandbomben. Leichtfuß, landen sie aus betrieblich Höhe sicher und ohne Schaden. Oh, das wäre wichtig. Eifriger Lerne, halte die Bonus-EP durch Überlebensversteckte. Mehr EP. Bringt mehr EP was? Geht es jetzt nach EP oder geht es nach... Das wäre jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe Kämpfer und mache das da. Zack, dickhäutig. Wir sind einfach dickhäutig. Okay, das haben wir auch. Inventar können wir uns hier noch angucken. Stellen Sie Munition und neue Ausrüstung her. Ausrüstung. Kann ich irgendwas herstellen? Hab eh nichts. Ich hab doch noch gar nichts. Ich hab gar nichts. Okay. Waffenschnelle Reise. Okay, nutzen die schnelle Reise, um zu erkunden bereits besuchte Gebiete und zum Sammeln versteckter Belohnungen. Okay. Wir haben das. Echos der Vergangenheit. Erkunden Sie Wald nach Hinweisen auf verlorene Stadt. Blutsbande freigeschaltet. Inhalt zum Herunterladen. Blutsbande wurde freigeschaltet und könnte jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Blutsbande ist, glaube ich, sogar... Ist es Blutsbande? Das mit VR-taugliche DLC? Werden wir dann natürlich auch noch machen. Erlegen Sie und häuten Sie Tier, um Ressourcen um Herstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Ich will aber keine Tiere töten. Ich mag aber keine Tiere töten. Kann ich noch Holz holen, hä? Holz sammeln, Hartholz. Mit Hartholz können Sie in Lager Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Okay. Ah ja, dann müssen wir halt hier ein bisschen Ressourcen sammeln. Dann sind wir hier so wie bei The Forest so ein bisschen. Okay, wir müssen da runter dann. Komme ich da oben hin? Ich muss mit dem Bogen schießen, oder? Yep. Federn. Federn. Mit Federn können Sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Ja, das habe ich schon gewusst. Ein bisschen Holz. Zack. Paar Äste. Was noch mehr? Das habe ich jetzt nicht getroffen, natürlich. Ab. Danke. Hier auch mit. Kann ich alte... Ah, da komme ich hoch. Okay. Ich will mich erst hier umschauen. Ich will alles hier angucken. Mann, Mann, Mann. Ich brauche wieder so viel Zeit, weil es so Open World ist auf einmal. Was soll das? Äste. Zack. Zack. Da unten war ich ja schon. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir sollen auf jeden Fall da hinten hin. Was ist hier? Warum kann ich da hoch? Was bringt mir das? Ich bin ein Adler. Keine Ahnung. Eule. Oder so. Fehlende Ausrüstung. Okay. Da hinten ist was. Da hinten ist was. Wow. Der Sprung war ja meisterlich. Na, was ist da drin? Na? Was hat der gute Kerl verloren? Kataklysiert. Versteckte Ressourcen. Höhleneingänge und Truhen. Geil, Karte aktualisiert. Finde ich ja schön. Bin ja praktisch. Da kann ich rein, hä? Oh, ist doch unfair, wenn es hier so viel gibt. Echt uncool. Federn, weiter. Nummer Holz. Zack, zack. Eigentlich sollte man sich auf die Mission konzentrieren, oder? Ja, hier ist aber eine Höhle. Komme ich aber nicht Absperrbarrieren. Nutzen die Waffen oder Sprengladung, um Absperrbarrieren zu zerstören. Okay, komme ich nicht rein. Dorn kann ich auch nicht zerstören.
Okay. Ich kann Tiere töten, wenn ich lustig bin. Wenn ich Bock drauf habe, kann ich das machen. Noch mehr Federn sammeln. Ja. Noch nicht. Okay. Da sind Vögel. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Aha. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Oh, ist nur Mongolisch auch noch lernen. Nee. Überlebensversteck. Überlebensversteck. Vergrabe Überlebensversteck enthalten einen Auswahl an Ressourcen. Ah, da kann ich auch so rüber. Ah, okay, es gibt mehrere Wege immer. So, wir gehen aber erstmal. Gucken, ob hier noch was anderes ist. Wenn wir schon hier rumsuchen, gucken wir, ob wir hier oben auch noch was finden. Ja, da liegt auch noch was. Zack. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Uns ganz allein, der Preis wartet. Wir haben ein bisschen Mongolisch gelernt, aber noch nicht Level 1. Also heißt, wir finden hier wahrscheinlich noch ein paar mongolische Sachen, damit wir das auch alles schön lesen können. So. Guck mal das nochmal. Holz! Oh, verdammt, wir waren zu laut. Der Hirsch ist abgehauen. So, da oben ist doch was. Von da kommen wir ja. Wir können aber da hoch. Ach, komm, hier. Lara, hoch! Spiel die Assassine! Oder auch nicht. Spiel sie nicht. Gib's lieber auf. Doch, da komm mal rüber. Und jetzt? Wohin? Oh, fuck. Dahin. Hoch. Genau. Darüber, hä? Und darüber. Ha! Oben. Was ist da hinten? Da hinten liegt was. Da hinten glänzt was. Ist genau gesehen. Ja, was kann ich hier noch machen, hier oben? Hier ist nochmal Holz. Holz! Alles mitnehmen, was wir in die Hände kriegen. Ja, wow. Das hat mir... Ach, da konnte ich ans Seil. Sonst bringt mir das hier erstmal nichts. Ich will aber da hinten hin. Eigentlich da hinten hin. Gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht ist da noch was. Ha. Zack. Nehmen wir mit. Fähigkeitspunkt erhalten. Und nochmal eine Schriftrolle. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Oh, Armee der Unwilligen. Stimmen der Invasion. Mongolisch Level 1. So sieht das aus. Spracherkenntnis erhöht. So läuft der Hase hier. Ich will das da hinten noch holen. Komme ich hier nicht runter? Oh, ich glaube, das sollte ich lassen. Mit einfach runterspringen. Guck mal da. So, ein bisschen Erfahrungspunkte.
So. Jetzt kann ich ja das da hinten ja lesen. Die Säule. Ich glaube, ich sollte auch ein bisschen Tiere töten. Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. So, wo war die Säule? Nicht da? Da hinten irgendwo. Lass mich runter. Da ist überall Bäume. Oh, was ist da? Da ist auch noch was. Auf! Mach auf! Magnet ist darin. Stellen Sie aus Magnet eine spezielle Schrotflintmunition und Sprengladung her. Okay, nehmen wir mit. Okay. Kann ich dann irgendwelche Schrotflintenmuni machen? Voll gemein. Mann, hier gibt's so viel. Vor allem, bis man alles entdeckt hat. Voll gemein. Da unten auch noch was ist? Aber hier. Die Schrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf. Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Okay. Karte aktualisiert. Münzen versteckt, entdeckt. Guck mal. Oh, daneben. Den Hirsch. Oh, fuck. Ich treffe einfach nicht. Er stirbt nicht. Oh, tot. Yeah. Trinity. Oh nein. Sie sind hier. Trinity ist hier. Zentrale, hört ihr mich? Untersuche die Ruinen. Oh, Bär, nein. Oh, Scheiße. Was war denn das? Das war ein Bär, der die angegriffen hat. Okay, hier war ich schon. Wir haben ein bisschen Tierhaut mitgenommen. So. Kann ich auch hier meine Fähigkeiten nur im Lager? Dokumente tierisch anscheinend nur im Lager kann ich alles verbessern. So. Da ist noch was. Zack. Zack. Mitnehmen. So, ich kann hier hoch. So, hier ist noch was. Eine Kiste. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Oh, eine Prinzenkrone. Jetzt gehört zu uns. Die Prinzenkrone. So, hier ist auch nichts mehr. Dass ich hier irgendwas auf Bäume klettern. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Da muss ich auch hin. Den Rest kann ich sicher noch später erkundschaften. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Wege und behindert einige Aktionen. Das habe ich herausgefunden. Oh. Ja. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Ja, und? Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Oh, nur weil ein Bär angegriffen hat, haben sie den Kontakt verloren. Und jetzt werden sie danach suchen, was da passiert ist. Okay, meine lieben Freunde, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Part. Vor dem nächsten Part werden wir ja weiter das Abenteuer fortschreiten. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Lasst einen Daumen und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao.